Neusiedl in der Gemeinde Herrnstein, unweit von Berndorf im Triestingtal. Martin Steiner betreibt hier gemeinsam in einer Gesellschaft mit seinem Bruder eine Milchwirtschaft mit rund 300 Milchkühen, Jungviehaufzucht und auch einigen Hektar Forstwirtschaft. Milch ist, wie viele andere verderbliche Lebensmittel, sehr sensibel. Die Weiterverarbeitung entlang der Wertschöpfungskette muss schnell vonstatten gehen. Das bringt Lieferanten unter Druck. Da sind wir immer unter Zugzwang, das möglichst schnell an den Mann oder an den Kunden zu bekommen. Da sind wir irgendwo in einer Zwickmühle, weil man weiß, wir müssen unser Produkt morgen verkaufen. Und das weiß auch der Lebensmittelhandel zum Ausnützen. Österreichs bäuerliche Familienbetriebe geraten durch die Übermacht von Handelskonzernen und anderen großen Abnehmern zunehmend unter Druck. Drei große Handelsketten bestimmen über 90% des Lebensmittelhandels in Österreich. Demgegenüber stehen in Österreich 160.000 bäuerliche Betriebe. Ein wichtiger Schritt, um die Situation für die heimischen Bäuerinnen und Bauern zu verbessern, ist die nationale Umsetzung der EU-Richtlinie gegen unfaire Geschäftspraktiken entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette, die sogenannte UTP-Richtlinie, die Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken. UTP, das ist eine englische Abkürzung für Unfair Trading Practices, zu Deutsch unfaire Geschäftspraktiken. Beispiele für unlautere bzw. unfaire Geschäftspraktiken sind unnötiger Zahlungsverkehr an den Lieferanten, kurzfristige Stornierung von Bestellungen verderblicher Ware oder Verweigerung eines schriftlichen Vertrages, obwohl vom Lieferanten gewünscht. Die UTP-Richtlinie tritt mit Beginn 2022 in Kraft. Und gerade für die österreichische Landwirtschaft ist die Umsetzung der UTP-Richtlinie von großer Bedeutung. Die österreichische Landwirtschaft ist viel kleinstrukturierter als in vielen anderen Ländern. Bei uns stehen viele kleine Betriebe, Bäuerinnen und Bauern, den großen Abnehmern gegenüber. Und deshalb ist in ihrer Richtlinie wichtig, dass hier Fairness eingefordert wird. Und diese Fairness zwischen den Abnehmer und dem Produzent kann man mit dieser Richtlinie in Zukunft dann gewähren. Für die Meldung etwaiger Verstöße gegen die UTP-Richtlinie wird ab März 2022 eine Ombudsstelle des Landwirtschaftsministeriums ihre Arbeit aufnehmen. Diese Ombudsstelle steht allen Bäuerinnen und Bauern zur Verfügung, wenn sie von unfairen Praktiken betroffen sind. Beschwerden können auch anonym eingebracht werden. Dass man sich da auf die Ombudsstelle hinwenden kann, das ist für mich ganz wichtig im Bereich der Direktvermarktung. Und da bist du als Kleiner, ganz gefordert. Du kannst nicht alles heute machen. Du musst produzieren, du brauchst das Gesetz, du bist ein Steuerberater, du bist als Unternehmer so vielfältig und das geht nicht alles in einem. Und da sind solche Stellen überhaupt in den Direktvermarkterbereich unheimlich wichtig, dass man da eine Anlaufstelle, dass man Beratung hat und dass man sich dort hinwendet. Die UTP-Richtlinie ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Gerechtigkeit und zu fairen Preisen für hochwertige Lebensmittel.